zu einer, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Starte das Spiel. Danke. So. Immer noch Level 31. und genau, letzte Folge haben wir unseren LKW getuned. Die Frage ist, wir müssen mal schauen, wie es eigentlich mit unserer Firma geht. Genau, hier ist alles gut. Wir haben 5 Garagen. Garagenmanager, Kartenansicht. Wie sind wir hier so aufgestellt? Hier unten haben wir nichts. Hier haben wir 2. Da oben haben wir 2. Hier und da unten haben wir eine. Tja, die Frage ist natürlich, wollen wir gleich da, wo wir jetzt gerade sind, noch eine Garage kaufen? Weil wir sind ja hier in der Nähe von der Garage. Oder wie gibt es ja auch hier Garage kaufen? Können wir sowieso alle kaufen, die wir wollen. Ob wir hier hinten noch irgendwie was kaufen? Leider kann man hier nicht rauszoomen aus der Karte, sodass ich keinen wirklich großen Überblick habe. Ich meine, strategisch wäre es vielleicht eine Idee, hier hinten was zu holen. Lissabon. Da haben wir quasi in allen großen Ecken haben wir eine Garage. Ich glaube, wir holen uns dann hier in der Ecke eine Garage. Gut, allerdings kostet jetzt das auch 180.000. Garage Manager. Genau, die wir für Mitarbeiter haben, sind alle voll. Wir haben gerade mal 4 Garagen für Mitarbeiter. Alter, ist ja traurig. Das ist, okay, brauchen wir definitiv noch mehr. Ich überlege aber gerade, ob wir, ob wir uns noch 2 LKWs holen, die wir erstmal bei uns reinstellen und dann später eine Garage holen. Aber wir kriegen aber zum Plus noch einen LKW unter. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Dass wir in Lissabon eine Garage kaufen können. Weil, wie gesagt, Garage kaufen können wir uns schon mal. Ja, doch, kann ich eigentlich schon voll machen. Garagenmanager, Garagen kaufen. Das können wir schon voll machen. So, bam. Ja. So, und dann können wir nämlich, sobald wir das nötige Kleingeld dafür haben, dann auch weitere LKWs gleich kaufen. So. Müssen wir also noch ein bisschen sparen. Ich stelle jetzt die Frage, was machen wir in der Zeit für Quests? Ja. Manchmal ist dieser Bug, dass ich hier nichts anklicken kann. Jetzt geht's wieder. So. Wieder in unsere Heimat fahren. Ich hatte, ja, genau sowas hatte ich eher gehofft, dass wir jetzt mal so eine Strecke fahren, aber mal eine etwas andere Route. Hatte gehofft, dass wir bis weiter hier in die Richtung kommen, aber das geht auch schon mal. Das ist doch viel. Ja, das ist auch eine vielversprechend. Oh, da war aber ja schon weit ein Anfahrweg. Und gerade mal 11 Stunden Zeit. Gut, andererseits sind wir gerade eh ausgeschlafen und alles. Also wäre machbar. Ha. Huh.
38 pro Kilometer. Was war hierfür? Das hier, ne? Gut, gerade bei 41. Tja, können wir eigentlich doch fast direkt das hier nehmen. Schaffen wir Strecke in 11 Stunden? Schwer zu sagen. Aber wir können ein bisschen rumrasen. 18 Tonnen. Okay, let's go. So. Fahrt vorsichtig. Demnächst rechts ab. Biege nach rechts ab. Ah, ne. Ey, gibt es kein ABS oder was? Oh, Sonnenaufgang. Oder, naja, noch Dämmerung. Dass immer alles so voll sein muss, sag mal. Ja, 4 Uhr. Berufsverkehr. Jetzt wird er natürlich auch wieder abbiegen.
Oh, Strecke ist länger als ich dachte. Ich dachte, wir sind da in so nichts da oder so. Halbe Folge schon vorbei. Natürlich muss jemand wieder die Ausfahrt blockieren hier. Ah ne, zum Überholen, das ist zu eng. Das ist ja schon. Demnächst rechts ab. Ja, es ist Sonnenaufgang. Biege nach rechts ab. Frachtmarkt. Und let's go. Digga, der hat doch schon eine Stimme zum Aufladen hier. Holy shit. Ich meine, sind bloß ein paar Tomaten. Tag schon wieder halb rum hier. Demnächst links abbiegen. Oh, die neuen Radkappen haben schon was. Die fallen sogar im Rückspiegel richtig auf, die Dinger. So muss das sein.
Oh, wieder mal 1300 Kilometer vor uns. 1350. Aber diesmal eine andere Strecke. Okay, hier ist noch alles bekannt. Und ab hier wird es unbekannt. Ah, nee, hier ist noch alles bekannt. Ab hier wird es unbekannt. Komm. Ich verstehe nur nicht. Achso. Ich wollte gerade fragen, warum er uns hier hinten lang schickt. Ob es hier eine gerade Strecke gibt, aber eben so gerade ist die gar nicht. Hier ist zigtausendmal hin und her. Und daher ist wahrscheinlich die hier oben rum wirklich kürzer. Ah. Ja, weiß ich gar nicht. Haben wir jetzt wirklich mit dem, dadurch, dass wir jetzt den größeren Kühler hinten drauf haben, also hier den stärkeren Kühlaggregat bei unserem Auflieger, haben wir jetzt wirklich mehr Sachen, die wir transportieren können? Oder ist es eigentlich letztendlich egal, was wir für einen Kühler drauf haben, ob so, wir haben überhaupt einen Kühler drauf? Aber so sicher bin ich mir gar nicht. Weil ich meine, bei den Mitarbeitern ist ja auch egal, was für ein LKW die fahren, hauptsächlich sie fahren überhaupt einen LKW. Wie kann uns bitte schon dieser Drecks-MAN überholen? Der hat doch locker auch einen 80er-Wagen hinten dran. Ja, siehst du? Da. Freigegeben wie 80. Was ein Hurenopfer. Vor allem, er fährt sogar auf einer Autobahn, auf der man eh nur 80 fahren darf, so. Also, der verschießt gerade gegen alles. Der fährt für seinen Auflieger zu schnell und für die Autobahn zu schnell. Ich meine, wir fahren ja immer nur 90, wenn wir auch 90 fahren dürfen, von der Autobahn her. Immer dieser MAN-Fahrer. Wieder 20 Stunden plus. Können wir also wieder zweimal pennen gehen. Okay. Okay, in 6 Stunden müssen wir sowieso pennen. Also 14 Uhr ungefähr. Können wir uns auch schon mal drauf einpeilen. Dass wir rechtzeitig anfangen, eine Raststätte zu finden, quasi. Die Musik kommt mir so laut vor. Was war? Was ist hier?
Ich meine, ich weiß, manche Lieder sind lauter als andere so, aber kommt gerade insgesamt relativ laut vor. Oder wir fahren einfach zu langsam, dass der LKW zu wenig Eingeräusche macht. Das kann auch sein. Warum fährt jetzt auf die mittlere Spur? Was ist mit dem los? Irgendwie ist immer noch Rechtsfahrgebot. Ach, haben wir nicht.
Na, kriegt euch ein, Leute. Ach, wieder der ML-Fahrer. Ah, verpiss doch mal. Du Affenkopf. Gut. Ja, dann soll es das für die Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge dann wieder. Bis dann.